Yes, okay. Ja, an diesem an großen Themen schon nicht ganz armen Abend kommt nun noch ein weiteres recht großes Thema auf uns zu, nämlich die Frage, wie wir als Gesellschaft mit algorithmischen Systemen und ihren Folgen umgehen. Ich freue mich sehr, dass ich meine Kollegin von Netzpolitik.org, Chris Köver, begrüßen darf für diesen Teil. Sie beschäftigt sich bei Netzpolitik.org sehr intensiv mit genau diesen Fragen der Regulierung und Nichtregulierung algorithmischer Systeme und der Gefahren, die darin birgen. Und ja, sie hat ihren Vortrag oder Einblick unterschrieben mit Ethikrichtlinien oder Regulierung. Ich frage mich, ob das eine echte Frage ist. Ich werde es gleich erfahren. Herzlich willkommen, Chris. Ich mache den Doppelpräsentationsmodus. So. Ja, hallo. Mein Name ist Chris Köver. Ich bin Kollegin von Ingo, bei Redakteurin bei Netzpolitik.org. Wir sitzen uns meistens gegenüber im Büro und kümmere mich dort vor allem, wie er gemeint hat, um Algorithmenregulierung. Und ich will heute sprechen über Ethikleitlinien im Einsatz von Algorithmen. Und die Frage, ob solche Leitlinien ja schon ausreichen oder ob wir härtere gesetzliche Regulierung brauchen und wenn ja, in welchen Bereichen. Mal sehen, ob das dann wirklich eine Frage wird. So, ich muss jetzt, geht. Okay. Ja, es gibt sehr viele dieser Leitlinien. Gefühlt jede zweite Woche erscheint derzeit eine neue. Und falls ihr inzwischen den Überblick verloren habt, seid ihr da auch nicht alleine. Also 84 solche Ethikleitlinien hat eine Studie an der ETH Zürich neulich gezählt. Und das hier ist eine Visualisierung, die das Berkman Klein Center for Internet and Society in Harvard veröffentlicht hat. Darin zu sehen 32 verschiedene Ethikrichtlinien für sogenannte künstliche Intelligenz und die verschiedenen Prinzipien, die darin verankert sind. Das ist versuchsweise visualisiert durch die Größe dieser bunten Punkte, müsst ihr nicht alles lesen können. Und mit dabei sind eben Leitlinien von Unternehmen wie Google oder Microsoft, aber auch Normungsorganisationen wie IEEE und auch Regierungen. Also unter anderem die Ethikrichtlinie der EU-Kommission findet man darin oder auch die KI-Strategie der Bundesregierung ist da mit dabei. Ja, das ist aber immer noch nur ein Ausschnitt und es gibt inzwischen so viele von diesen Leitlinien, dass es eine eigene, fast so eine Art Subdisziplin in der KI-Forschung und Policy-Forschung gibt, die sich eigentlich nur damit beschäftigt, all diese unterschiedlichen Guidelines zu analysieren und die Unterschiede herauszuarbeiten. Ja, wenn man sich fragt, woran dieser Boom gerade liegt, dann liegt das natürlich ziemlich auf der Hand. Also wir haben gerade eine Situation, wo algorithmische Entscheidungsprozesse uns an sehr vielen Stellen im Alltag begegnen, in unseren Newsfeeds und den Postfächern, aber auch schon bei der Wohnungssuche, bei der Vergabe von Krediten, im Bewerbungsprozess und neuerdings auch auf dem Arbeitsamt, also zumindest wenn man in Österreich wohnt, dort wird ab Anfang nächsten Jahres bundesweit so ein Algorithmus eingesetzt, um die Chancen von Jobsuchenden eben zu prognostizieren und sie auf dieser Basis in Kategorien zu sortieren. Ja, also da merkt man auch schon, dass diese Systeme schneiden an immer empfindlicheren Stellen in das Leben und in... in die Grundrechte ein und und das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen und genau über diesen Bereich spreche ich jetzt heute. Also ich meine jetzt nicht Algorithmen, es geht nicht um algorithmische Systeme, die Getränkeautomaten steuern oder die Lieferketten von irgendwelchen Unternehmen optimieren, sondern um Systeme, die Entscheidungen für und über Menschen treffen und das ist schon an sehr vielen Stellen heute der Fall. Es ist also nicht wirklich überraschend, dass nicht nur dieser Begriff künstliche Intelligenz im Moment gerne inflationär für alles Mögliche verwendet wird, vor allem wenn man irgendwie klar machen will, dass etwas fortschrittlich ist und deswegen auch teuer, sondern dass auch die Rufe nach ethischen Regeln für den Einsatz dieser Systeme jetzt immer lauter werden. Und
Ja, was steht in den Guidelines drin? Das sind in der Regel Sammlungen von verschiedenen ethischen Prinzipien, an die sich die Herstellerinnen dieser Systeme halten sollen. Ja. Manchmal sind die 300 Seiten lang oder mehr, zum Beispiel die Richtlinien der IEEE. Manchmal auch nur wenige Punkte. Das hier ist jetzt beispielsweise das Dokument von IBM. Das ist wirklich recht knapp. Und da sieht man aber trotzdem gewisse Gemeinsamkeiten. Also dreht sich eigentlich fast immer um die gleichen 3 bis 4 Punkte, die auch hier bei IBM auftauchen. Accountability, also die Frage, wer ist verantwortlich, wenn ein algorithmisches System irgendetwas prognostiziert oder entscheidet. Explainability, also Transparenz und Nachvollziehbarkeit an das Algorithmus. In dem Fall geht es meist darum, können Menschen nachvollziehen, wie ein System zu einer bestimmten Prognose gelangt ist und auf Basis von welchen Daten und Faktoren ist das passiert. Unter diesem Stichwort geht es manchmal auch einfach schon um den ganz banalen Fakt, dass überhaupt ein Algorithmus dort gerade jetzt im Einsatz ist. Also dass sich die Systeme nicht selbst verschleiern dürfen. Ja? Wer es mit einer Maschine zu tun hat, sollte darüber Bescheid wissen. Darum geht es. Dann wird oft noch genannt dieser Punkt Fairness, also der Anspruch, dass ein System oder ein Algorithmus niemanden unzulässig diskriminieren sollte. Und Privacy, also das Recht auf Datenschutz und dass Daten etwa nur mit Zustimmung der Nutzerin verwendet werden dürfen. Interessant ist dann auch, worum es dann bemerkenswert selten geht in diesen Guidelines, nämlich die Notwendigkeit demokratischer Kontrolle und politischer Gesetzgebung zu algorithmischen Systemen. Und ein anderes Problem, das auch sehr selten auftaucht, ist die fehlende Vielfalt in der Branche, also der Umstand, dass derzeit überwiegend weiße Männer diese Systeme entwickeln und damit auch darüber entscheiden, wie und wofür Systeme entwickelt werden und für welche Zwecke sie zum Beispiel optimiert sind, obwohl dann später gerade marginalisierte Personen besonders davon gefährdet sind. Das werden wir gleich noch sehen. Ja, die Frage ist natürlich, was genau bringen diese Guidelines und vielleicht die noch wichtigere Frage, für wen bringen sie etwas? Denn egal, ob das jetzt ein einzelner Konzern ist, wie Google oder IBM oder eine ganze Branche, die sich da einen ethischen Kodex verpasst, gemeinsam ist all diesen Guidelines, dass sie eben freiwillig sind. Das sind freiwillige Selbstverpflichtungen, eine Erklärung der guten Absicht und edlen Ziele, aber konkrete Ansprüche für diejenigen, die eben von diesen algorithmischen Entscheidungen betroffen sind, ergeben sich daraus nicht, ist klar. Kein Gericht der Welt wird mir irgendein Recht zusprechen oder Schadensersatz zusprechen, wenn ich da mit einer Ethikrichtlinie ankomme, auch wenn ich nachweislich zum Beispiel von einem System diskriminiert worden bin. Vor Gerichten gelten nur Gesetze. Ethikforscher wie der Philosoph Thomas Metzinger, der auch in der High-Level Expert Group der EU-Kommission mit drin saß, nennen so etwas deswegen Ethics-Washing. Unternehmen führen eine Ethikdebatte mit dem Ziel, gesetzliche Regeln aufzuschieben oder ganz zu verhindern. Und je länger die Debatte läuft, umso länger dauert es, bis tatsächliche Gesetze das eigene Geschäftsmodell stören. Das ist die Denke dahinter. Ja, in diese Kategorie fallen dann übrigens nicht nur die Ethikrichtlinien, die Unternehmen sich geben, sondern auch Aktionen wie die zuletzt von Google, das vor kurzem versuchte, sich ein AI Ethics Board zu berufen und damit gescheitert ist, weil es einen öffentlichen Aufschrei gab und auch die Belegschaft rebellierte. Und in die gleiche Kategorie fallen auch die Ethiklehrstühle oder gleich ganze Institute, die die Konzerne finanzieren. Da als Beispiel zum Beispiel das neue Institut für Ethik in der KI, das Facebook gerade in München finanziert hat und das jetzt gerade eröffnet hat, vergangenen Monat. Ja, sie schalten sich darüber hinaus auch ganz direkt und maßgeblich in die politischen Prozesse ein, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn es darum geht, Gesetzgebung zu entwickeln. Und da nur als Beispiel auch wieder die High-Level Expert Group, die im vergangenen Jahr die EU-Kommission zur Entwicklung von sogenannter vertrauenswürdiger KI beraten sollte und das auch getan hat und Empfehlungen abgegeben hat, wie algorithmische Systeme eben konkret reguliert werden sollten. Wenn man sich das mal anguckt, und das haben wir für Netzpolitik getan, dann stellt man fest, von den 52 Fachleuten, die in diesem Gremium drin saßen, kommen 23 direkt aus der Industrie, also direkt von Unternehmen wie Nokia oder Google oder Airbus oder IBM.
Wenn man dann noch die Lobbyverbände dazu zählt, dann sind es insgesamt 26 Vertreterinnen der Industrie, macht also die Hälfte dieser Gruppe aus. Ja, dann kommt es zu solchen absurden Sachen wie SAP ist im Grunde gleich dreimal vertreten, einmal durch einen eigenen KI-Experten, Markus Noga, der da mit drin saß, dann noch einmal durch den Lobbyverband Digital Europe, in dem SAP mit drin ist und dann nochmal durch den Vorsitzenden der Gruppe, der gleichzeitig im Aufsichtsrat von SAP sitzt. Und demgegenüber steht dann, dass da gleichzeitig nur 4 Ethikerinnen auch mit drin saßen und 10 Organisationen, die sich für Bürgerrechte oder für Verbraucherschutz einsetzen. Also dass die Industrie mit einbezogen wird, wenn es darum geht, solche Richtlinien zu entwickeln, ist ja durchaus sinnvoll. Aber das Gewicht, das sie in diesem Fall hatte, war jetzt doch recht überproportional, muss man sagen. Ja, und das hatte dann natürlich auch Auswirkungen. Wir haben uns das für Netzpolitik angeschaut und mit einigen der Mitglieder der Gruppe gesprochen. Und da kam dann raus, ursprünglich war eben eine der Aufgaben, sogenannte rote Linien zu definieren, also ethische Grenzen für die Entwicklung und den Einsatz von algorithmischen Systemen, die absolut nicht verhandelbar sind, sowas wie Forschung an autonomen Waffensystemen oder Citizen Scoring zum Beispiel wie in China. Diese Punkte stehen auch nach wie vor als No-Gos im Papier drin. Allerdings haben Branchenvertreterinnen dann darauf hingewirkt, dass dieser Begriff rote Linien aus dem Dokument verschwunden ist. Ja, jetzt ist da stattdessen die Rede von Bedenken und Spannungen und davon, dass bestimmte Abstriche eben gut erwogen werden müssen, wenn sie gemacht werden, aber dieser Begriff fehlt. Ja, jetzt kann man sagen, sprachliche Spitzfindigkeit, aber ich finde es schon beachtlich, dass bei einem Dokument, das ja nach wie vor rechtlich nicht bindend ist, ja, denn es geht ja eben nicht um eine Verordnung oder irgendwas, sondern es ist ja immer noch nur eine Empfehlung, die diese Kommission da ausgesprochen hat. Ja, und auch selbst, und es sind sozusagen, wer dagegen verstößt, hat noch gar keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Und selbst an dieser Stelle wenden die Konzerne schon eine beträchtliche Energie dafür auf, dass die Wortwahl da in eine bestimmte Richtung gesteuert wird. So, jetzt aber vielleicht weiter zum zweiten Teil, wenn wir schon gerade darüber gesprochen haben, dass die Ethikdebatte eher im Interesse der Konzerne ist, wäre jetzt eigentlich die Frage, ja, wie wäre es denn eigentlich mit tatsächlicher Regulierung? Ja, wir haben jetzt gesehen, es gibt sehr viele Erklärungen, gute Absichten, aber derzeit noch sehr wenig regulatorische Aufsicht über diesen Bereich. Das Brookings-Institut, ein Think Tank aus den USA, hat da gerade eine Analyse gemacht und die vergleichen die Situation mit der Zeit der industriellen Revolution, wo ja auch schon eine neue Technologie oder mehrere neue Technologien die Wirtschaft und das Leben der Bürgerinnen ziemlich umgekrempelt haben. Und auch da war es ja so, dass die Innovatoren sozusagen erstmal de facto die neuen Regeln geschaffen haben, einfach durch den Einsatz der Technologien und erst später, als es dann mit dem öffentlichen Interesse sehr clashte und die negativen Effekte klar wurden, die Regulierung nachgezogen ist, ja, um die Auswirkungen einzudämmen. Der Unterschied zu damals ist, damals hatten die Gesetzgeberinnen mehr Zeit, um die Fehler zu korrigieren, weil was wir heute beobachten, ist eben eine irrsinnig schnelle Verbreitung von algorithmischen Systemen, ja, bei dynamischen Preisen im Netz, automatisierte Gesichtserkennung oder was auch immer. Und das heißt, wir werden jetzt erstmal auf sehr vielen Ebenen mit den Fehlern dieser Maschinen für eine Weile konfrontiert sein, bis die Politik mit Regulierung hinterherkommt. So, ich wollte jetzt ein Beispiel zumindest konkret noch mitbringen. Das ist ein Beispiel aus dem Fall Bereich automatisierte Gesichtserkennung, also ein Beispiel für Diskriminierung durch solche Systeme. Die Systeme der größten kommerziellen Anbieter, also Amazon, IBM und Microsoft unter anderem, sind erwiesenermaßen ausgesprochen schlecht darin, die Gesichter von Frauen, besonders schwarzen Frauen, überhaupt zu erkennen. Und das hat eine schwarze Informatikerin, Joy Bolamvini, am MIT empirisch nachgewiesen. Und das ist jetzt ein Bild aus einer neueren Studie von der University of Colorado Boulder, wo es darum geht, dass diese Systeme zusätzlich sehr, sehr schlecht dabei abschneiden, also bei der sogenannten automatisierten Geschlechtserkennung, AGR nennt sich das. Ja, also da sieht man, das System labelt eben, also kann halt das Alter prognostizieren und gibt dann eine Prognose und sagt Gender Female in dem Fall. Funktioniert auch hier bei schwarzen Frauen sehr schlecht, also schwarze Frauen werden sehr oft als Männer kategorisiert. Und wie man gesehen hat, jetzt in dieser neuen Studie werden vor allem auch Transfrauen sehr oft falsch kategorisiert, nämlich auch als Männer. Und wir reden hier von Fehlerquoten von 30-40%, also jetzt kein Pappenstiel.
Das hier ist eine Gag-Aktion, die sich die BVG Anfang des Jahres zum Equal Pay Day ausgedacht hat. Also das war ein Automat, wo man eben hingehen konnte, ein einziger am Alexanderplatz. Man konnte dort sein Gesicht scannen und Frauen haben dann für den Tag einen reduzierten Preis für das Tages- oder Jahresticket bekommen. Das ist jetzt eine PR-Aktion gewesen. Man kann sagen, in diesem Fall waren die Effekte für Frauen, die hier falsch erkannt worden sind und das Ticket eben nicht bekommen haben, zu verkraften. Das ist aber eine Technologie, von der man ja weiß, dass sie derzeit schon massiv an Flughäfen zur Passagierabfertigung, zur Sicherheitskontrolle eingesetzt wird. In Zukunft könnten mit so einer Technologie zum Beispiel Zutritt zu Toiletten und Umkleidekabinen kontrolliert werden. Ja, das sind Bereiche, in denen Transpersonen heute schon massive Probleme haben oder sehr starker Diskriminierung unterworfen sind. Ja. Und dann, finde ich, stellt sich schon die Frage, was bedeutet das für die Menschen, die eben mit dieser Diskriminierung konfrontiert sein werden, die von diesen Systemen nicht erkannt sein werden, die dann keinen Zutritt zu Badezimmern haben oder eben in der Passagierabfertigungsschlange extra nochmal rausgenommen werden, um besonders kontrolliert zu werden. Was dann was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist natürlich, dass Menschen, die nicht in dieses binäre Geschlechterschema passen, von vornherein nicht richtig kategorisiert werden können, weil es gibt in diesem System ja nur Mann oder Frau. Das heißt, es gibt gar keine Kategorie für solche Menschen. Ja. Und diese ganzen Defizite sind bekannt. Eigentlich müsste man sagen, die Auswirkungen von Automated Gender Recognition sind so gefährlich und verheerend für die Betroffenen. Das müsste man einfach verbieten. Und stattdessen darf man diese Systeme aber natürlich weiter einsetzen heute. Ich wollte jetzt noch ganz kurz, also zurück zum Stichwort Politik, die mit Regulierung nicht hinterherkommt oder jetzt vielleicht langsam doch hinterherkommt, noch ein paar Worte zur Datenethikkommission sagen, mit der wir uns gerade viel beschäftigt haben, auch gemeinsam mit Ingo. Die Kommission wurde im Herbst 2018 von der damaligen Justizministerin Barley und von Bundesinnenminister Seehofer eingesetzt und hat den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, ethische Leitplanken für den Einsatz algorithmischer Systeme zu definieren. Ja, vor kurzem hat die Kommission ihren Bericht vorgelegt und darin finden sich einige sehr konkrete Empfehlungen für die Regulierung von algorithmischen Systemen. Und ich greife hier mal nur die zwei wichtigsten raus, und zwar, und da sind wir schon wieder bei der EU, die Mitglieder schlagen vor, die Regeln für algorithmische Systeme auf der Ebene der EU aufzuhängen. In einer neuen Verordnung für algorithmische Systeme, zu der Sie auch gleich einen Namen mitliefern, also EUVAS. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, Sie schlagen ein fünfstufiges System vor zur Regulierung, je nach Kritikalität der Systeme. Und das ist das, was man hier sieht. Also ganz oben, oder anders umgekehrt, ganz unten, das Grüne wären Systeme mit geringem Schädigungspotenzial, Beispiel Getränkeautomat, die müssen gar nicht reguliert werden. Dann geht es eben weiter, Systeme mit gewissem Schädigungspotenzial, zum Beispiel dynamische Preissetzung im Onlinehandel. Da gibt es dann niedrigen Regulierungsbedarf. Und interessanter wird es dann ab Stufe 3 und 4. Das sind dann Systeme mit deutlichem oder erheblichem Schädigungspotenzial. Und da rät die Datenethikkommission eben zu verschärften Kontroll- und Transparenzpflichten bis hin zu einer kontinuierlichen Kontrolle über eine Live-Schnittstelle, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, wie man sich das genau vorzustellen hat. Ganz oben sind Systeme mit unvertretbarem Schädigungspotenzial, zum Beispiel autonome Waffensysteme, wo dann eben auch die Kommission ein teilweises oder komplettes Verbot empfiehlt. Interessant ist aber die Frage, nach welchen Kriterien verschiedene Systeme in diese Sortierung einsortiert werden. Das hat die Datenethikkommission so nicht definiert, sondern überlässt es jetzt der Regierung, da einen Kriterienkatalog zu entwickeln. Und das wird sicher einer der Knackpunkte sein, nach welchen Kriterien man dann eben sagt, okay, ein System muss halt sehr streng beaufsichtigt werden und ein anderes weniger streng. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Antidiskriminierung, weil das hatten wir ja gerade, und auch dazu gibt die Datenethikkommission eine Empfehlung ab. Und zwar schlagen sie vor, dass das geltende Antidiskriminierungsrecht in Deutschland, das wir ja schon haben, auch auf algorithmische Entscheidungen auszudehnen. Entscheidender finde ich aber noch, dass Diskriminierung
einer dieser Risikofaktoren ist in dieser Pyramide, die wir gerade gesehen haben. Weil das Problem mit der derzeitigen Antidiskriminierungsrechtslage ist, da muss schon was passiert sein. Erst wenn ich diskriminiert worden bin, kann ich das dann individuell einklagen. Das heißt, ich muss auch das Geld, die Zeit, die Ressourcen, die Nerven haben, das zu machen. Und dann bin ich immer noch eine Person, die das geschafft hat. Ja, und ich finde, bei Systemen, wo eigentlich vorher schon klar ist, dass die diskriminieren, zum Beispiel dieses Modell, das gerade in Österreich von den Arbeitsmarktservices eingesetzt wird, um Arbeitslose zu kategorisieren. Da kann es ja nicht angehen, dass man erstmal das System einsetzt und dann quasi die Diskriminierung stattfinden muss. Da muss man vorher im Grunde sagen, das ist doch klar, dass dieses System diskriminiert. So etwas dürfte doch eigentlich gar nicht erst zum Einsatz kommen. Und das wäre jetzt eben nach der Empfehlung der Datenethikkommission der Fall, denn würde so ein System nachweislich diskriminieren, würde es wahrscheinlich in eine sehr hohe Risikokategorie fallen und müsste dann extra zugelassen werden. Ja, dann als zum Abschluss einfach nochmal, wollte ich nochmal auf diese Frage hinweisen oder sich nochmal, wir sollten uns vielleicht nochmal vor Augen führen, über was verhandeln wir eigentlich gerade. Wir haben ja auch nicht mit der Autoindustrie darüber debattiert, ob es ethisch geboten ist, in der Stadt maximal 50 zu fahren zum Beispiel. Ja, wir wissen, alles andere ist erwiesenermaßen zu gefährlich. Menschen kommen dabei zu Schaden, deswegen ist das eben gesetzlich, sind da bestimmte Regeln festgelegt. Und ebenso wie uns dieses Beispiel dann vielleicht absurd vorkommt, sollte es uns auch absurd vorkommen in Bezug auf die Regulierung von oder in Bezug auf algorithmische Systeme und deren Einsatz, solche Ethikdebatten mit den Unternehmen zu führen, finde ich. Das sind Ablenkmanöver. So langsam scheint das auch in der Politik angekommen zu sein. Und ja, wer sich dafür interessiert, wie diese Regeln jetzt aussehen werden in Zukunft, sollte vielleicht besonders aufmerksam verfolgen, was jetzt mit den Vorschlägen der Datenethikkommission passiert, ob die jetzt tatsächlich umgesetzt werden oder in der Schublade verschwinden und vor allem auch, was in der nächsten Zeit in Brüssel passiert, denn auch dort hat die Kommission ja schon angekündigt, innerhalb der ersten 100 Tage der Arbeit auch eine Gesetzgebung vorzustellen. Und dann würde ich nur noch eine Reihe von Leuten empfehlen, denen man zu diesen Themen gut folgen könnte und sollte. Und jemand, der nicht dabei ist, weil sie nicht auf Twitter ist, ist Nushin Yazdani, die eine sehr gute Leseliste dazu veröffentlicht hat. Also auch sie eine Empfehlung in dieser Hinsicht. Vielen Dank, Chris, für diesen Einblick. Über die Datenethikkommission hätte man wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, und deren Empfehlung könnte man wahrscheinlich auch noch einen ganzen Abend sprechen. Gibt es von euch Rückfragen oder Rückmeldungen? Yes, gleich auch ganz viele. Ich ziehe mal kurz. Du hast gesagt, es gibt keine Möglichkeiten heute, keine gesetzlichen Möglichkeiten, davor zu gehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt einen Artikel 22 DSGVO, kennst du natürlich, wollte ich nur noch mal die Anmerkung machen, dass man schon, das haben wir dann alle selber in der Hand, da müssen wir widersprechen, wenn wir nicht widersprechen, geben wir unsere Rechte preis. Ja, das ist 22. Danke. Danke, dass du darauf hinweist, das war die Slide, die ich aus Längegründen dann doch noch rausgetickt hatte, aber doch wichtig nochmal zu erwähnen, laut DSGVO gibt es schon heute den Anspruch über eine vollautomatisierte Entscheidung, ich glaube, die Formulierung ist, über die zugrunde liegende Logik des Systems informiert zu werden. Das Problem liegt in diesem kleinen Wörtchen vollautomatisiert, denn vollautomatisiert bedeutet, dass in dem Moment, wo ein Mensch dazwischen geschaltet ist, der nochmal einen Knopf drückt und ich bekomme eine algorithmische Prognose, Kredit abgelehnt, aber Sachbearbeiter muss nochmal den Knopf drücken, um das zu bestätigen, greift dieses Recht laut DSGVO nicht mehr, weil das dann keine vollautomatisierte Entscheidung mehr ist. Noch drei Sätze Antwort. Ich will nur kurz ergänzen. Das ist eigentlich ein Antidiskriminierungspunkt. Also du darfst nicht, steht im Gesetz, du darfst nicht diskriminiert werden. Du hast recht mit dem vollautomatisiert. Es gibt Möglichkeiten, sich dem zu entziehen für die Unternehmen, aber eine automatisierte Diskriminierung, wie jetzt an dem Automaten, wäre so nicht rechtens. Nee, aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, den die Datenethikkommission nochmal anmerkt. Also die empfehlen an dieser Stelle auch eine Überarbeitung der DSGVO, weil sie eben sagen,
bietet Schlupflöcher, die müssten nicht sein. Genau, gerade findet ja die Evaluation der Datenschutzgrundverordnung statt der EU-Kommission. Im nächsten Frühjahr wird sie dann veröffentlicht. Da gilt es an vielen Stellen dann hinzugucken, wo nachgebessert wird, beispielsweise, weil Möglichkeiten da wären. Ja, Marita. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das gerade total spannend, weil wir als Entwicklungs- und Umweltorganisation schon seit Jahrzehnten sozusagen über freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen reden, Menschenrechte in Lieferketten einzuhalten, keine Umweltschäden zu verursachen. Und wir immer sagen, freiwillige Selbstverpflichtungen bringen leider nichts. Wir brauchen Gesetze, von daher möchte ich das auf jeden Fall unterstützen. Und es gibt ja gerade eine Initiative Lieferkettengesetz, die menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Lieferketten einführen will. Und ich habe mich gefragt, also das ist ja eine Menschenrechtsverletzung, sozusagen diskriminiert zu werden. Also ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, sozusagen über dieses Lieferkettengesetz vielleicht schon mal einen Fuß in die Tür zu bekommen, sozusagen, also als Idee. Ja, guter Hinweis. Genau, können wir als Hinweis so stehen lassen. Wer hatte sich hier gemeldet? Ja, liebe Chris, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage zu der Hambacher Erklärung zur KI von der DSK, also den Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder. Weicht die zum Beispiel ab von diesen ganz typischen Anforderungen, die du geschildert hast? Es sind immer die gleichen fünf. Könntest du das vielleicht kurz umreißen? Mit der habe ich mich tatsächlich nicht so intensiv beschäftigt. Insofern will ich da jetzt nichts Falsches zu sagen. Okay. Du hattest dich auch noch gemeldet, oder? Wenn hier nichts mehr. Hat jemand anders die Hambacher Erklärung der DSK gelesen? Okay. Wobei jetzt gleich zweimal tatsächlich ja der Hinweis kam oder angesprochen wurde, die Schnittstelle von Datenschutz, Datenschutzrecht und Algorithmenregulierung. Von daher, ich glaube, ist auf jeden Fall ja, ein Thema, wo noch viel Musik drin ist. Gibt es eine letzte Meldung von euch? Nein. Okay, dann großen Applaus für meine Kollegin Chris. Vielen Dank. Das war's dann mit dem 87. Netzpolitischen Abend hier in der CBase in Berlin. Vielen Dank an die CBase, dass ihr wieder Gastgeber wart, dass wir mit dem Netzpolitischen Abend hier sein durften. Vielen Dank an Ceven und Team für Technik, Livestream. Genau. Vielen Dank an unsere Referentinnen und Referenten für diese spannenden Einblicke. Vielen Dank an euch für eure Aufmerksamkeit. Der nächste Netzpolitische Abend findet am 3. Dezember statt und wenn ihr auch mal hier vortragen wollt, wenn ihr Themen habt, Ideen habt, Initiativen, die ihr vorstellen wollt, dann sprecht uns gerne an, entweder mich oder auch gerne das Team von der DigiGuess. Viele sind heute Abend hier. Wir versuchen diesen Abend ja auch immer zu verstehen als Plattform für andere aus der digitalen Zivilgesellschaft, von daher nur Mut. Vielen Dank euch, kommt gut durch den Winter. Herbst erstmal, aber dann durch den Winter.